So ein Spiel habe ich noch nie gesehen. Das könnte vielleicht 1-0 habe ich erwartet, vielleicht 1-1, aber 3-0 habe ich, das ist wirklich eine Überraschung. Keine Ahnung, keine Motivation, die wollten nicht, irgendwas war da. Eine falsche Einstellung, Trainerfehler, falsche Spieler, falsche Taktik. Was sollen wir dazu sagen? Die Kroaten haben verdient gewonnen. Also die haben viel besser gespielt als die türkische Mannschaft. Unsere waren nicht konzentriert und also die waren wie Schauspieler. Ne? Das ist für mich nicht Überraschung. Das war ein normales Ergebnis. Ich will eigentlich viel. Ich will, dass die Türkei weiterkommt, aber ich glaube nicht, dass sie überhaupt weiterkommt. Es liegt nicht nur an dem Spieler, sondern es liegt auch an dem, die da oben diese ganze Mannschaft führen. Die sollen an Deutschland ein bisschen Beispiel nehmen, wie man diese ganze Arbeit leisten kann. Bei uns wird keine Arbeit geleistet, wird nur täglicher Erfolg gezählt bei uns. Lange Zeit Erfolg wird nicht gezählt.